Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal Mosen am Start hier, Timo, alter Real-Life-Kumpel von mir. Geil. Mit dem ich auch schon früher WoW gespielt habe. Also wir haben echt schon seit einigen Jahren gesuchtet. Also wir haben quasi 2005 mit dem originalen WoW angefangen. Und genau, in der heutigen Folge wollen wir uns erstmal so ein bisschen über unsere persönliche Beziehung einfach kurz unterhalten, woher wir uns einfach kennen und was wir so in WoW zusammen schon gemacht haben. Und dann soll es aber auch vor allem darum gehen, was wir so für Vorstellungen von BWL haben und von der Classic-Situation momentan halt. Und ich würde sagen, Timo, also wie gesagt, der ein oder andere wird ihn ja wahrscheinlich schon kennen. Er ist auch regelmäßig auf Twitch live. Ich werde seine ganzen Kanäle natürlich auch in der Videobeschreibung verlinken. Timo, kannst du dich einmal nochmal kurz vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin Timo, ne? Wir kennen uns ja schon seit der 7. oder so. Ja. Und wir kennen ja ein paar von The Fighters Channel jetzt. Moin erstmal, ihr werdet mich wahrscheinlich auch schon kennen. Irgendwie, und wenn nicht, ist auch egal, irgendwie geht dann mal auf Mosen Lel bei YouTube oder bei Twitch. Mosen Lel, und dann seht ihr schon, könnt ihr selber gucken. Ich streame recht oft. 5 Tage. Ja, und ich zock auf Skyflame, EU. Und ja, wir haben da eine Gilde. Und englischer Server. Englischer Server, ja. Mhm. Und bin da Main Tank. Und nebenbei zocke ich noch einen Parler als Twink. Und jetzt gerade level ich einen Androiden. Hab 2 Bindings. Das ist natürlich immer ganz wichtig für die Leute, ne? Ein E-Penis ein bisschen raushängen lassen. Und ein Bre auf dem Paladin, weil ich Red zocke. Das triggert auch immer schön die Leute. Ja. Ja, könnt darüber kommen und flamen. Ja, nice. Ja. Und du hast auch mit mir quasi 2005 angefangen mit WoW, ne? Wir haben damals in deinem Keller zusammen durchgestartet. Ja, und Scheiß. Schon echt. Ja. Ja, überleg mal, ey. Guck mal, du hast irgendwie mir Bescheid gesagt, dass ich das anfangen soll. War das so? Und es war... Ja, früher hat man noch telefoniert, die ganze Zeit. Ne? Ja. Da hat man noch richtig telefoniert mit so einem Telefon und dann so 6 Stunden telefoniert mit Flatrate. Und wir haben immer nur so Browser-Games gezockt, und da, wo, also mit der ganzen Klasse, und dann immer so auf dem Pausenhof darüber gelabert. Und dann hast du mal irgendwann gesagt, also alle hatten ja schon von WoW ein bisschen gesprochen, hier Gore auch und so. Und die Beta und so, ne? Und ich hatte da nicht so viel mit am Hut und meinte, hier, fang das mal an. Aber dann war es schon einen Monat draußen oder 4 Wochen. Da meinte ich noch so, lohnt sich das überhaupt, das anzufangen? Das ist ja schon einen Monat draußen so. Ach, ja. Und, wir hatten nur diese Browser-Games und dachten dann so, okay, lohnt sich jetzt nicht mehr, bringt nichts mehr. Einen Monat draußen, kommst nicht mehr hinterher. Und dann meinte, ja doch, fangen wir an. Und haben nach der 11. angefangen. Und ja, da haben wir auch... kriege ich auch immer wieder die Frage, so, ob es sich noch lohnt, mit Classic anzufangen. Leute, fangt einfach an, ohne Kack. Ja. Man kann so schnell aufholen, auch gerade, wenn die Leute schon Gear haben und so weiter. Dann bekommt ihr halt das Gear auch schneller dadurch. Ja, eben. Ja, nee, aber stimmt. Wir haben damit zusammen quasi angefangen mit WoW. Damals noch mit räudigem Internet und so weiter und immer nur Probleme gehabt. Aber es war halt auch cool, weil dadurch hat man auch... Dadurch hat man halt auch oft dann LAN gemacht und so weiter. Und ich weiß nicht, wie oft ich bei Timo halt echt im Keller war und wir bei ihm irgendwie WoW gezockt haben dann, ne? Also das war halt das war halt auch so eine geile Anfangszeit. 2005 noch so, gerade als das Spiel komplett rauskam, Release, und dann halt, wir haben eh immer schon so LANs gemacht davor und dann zu zweit LAN machen bei einem von uns. Und dann halt so war das Spiel auch noch so komplett neu. Und es war halt so richtig geil, ne? Also. Weiß ich nicht. Schon eine Weile her. Es war ja auch eher so, dass die eigentlich alle, also unser Umfeld, Marc und so weiter, die haben ja auch alle eher Counter-Strike gespielt, ne? Und wir eigentlich davor auch. Und dann war das irgendwie so, dann ist WoW gekommen. Und dann sind wir beide vor allem eigentlich so, ein paar andere auch noch, aber so ein bisschen voll in WoW versunken, so, ne? Und die, die nicht in WoW versunken sind, die haben sich dann immer über uns lustig gemacht, warum wir da so suchten. Ja, richtig. Ja, ohne Scheiß. Das ist echt so, ey. Ja. Ja, aber es war halt auch geil, weil man halt auch noch so, ich meine, wir waren 15 irgendwie. Also wir waren todesnoob-mäßig unterwegs. Weißt du, so richtig 15-jähriger Nachtelf Hunter. Richtig geil, so. Und das war halt so die Zeit, ne? Geil. Und die anderen hatten nicht so viel mit am Hut und
Na gut, ist ja auch egal, aber ja, wir waren halt auch noch ein bisschen jung. Jetzt freut man sich natürlich, dass man jung war. Ich meine, wir sind jetzt schon alt, für viele. Die Boomer sind wir jetzt schon. Obwohl wir die Jungen waren bei Classic. Ja. Die da Studenten waren, die sind wahrscheinlich schon im Rollstuhl. Excelsus, Leute. Das war ja. Gut. Nee, die haben jetzt schon richtige Leben wahrscheinlich und so. Und wir waren da noch richtig jung. Wir waren noch ein bisschen zu jung für Classic. Aber vielleicht war das auch gut, damit wir dann nicht. Vielleicht war das auch ein guter Schutz. Mhm. Ja, auf jeden Fall sind wir ja, jetzt ja schon Boomer von daher. Die ersten Studenten haben damals halt richtig durchgezogen, dann, ne? Stell dir mal vor, du warst Student in Classic. Muss geil, muss schon geil gewesen sein. Ja. Weil man halt auch noch so viel erkunden konnte, weil, ne, das ist halt auch immer so das Ding, was ich. Weißt du, das Einzige, was ich halt an dem Classic hier natürlich vermisse, ne? Man kann in dem Sinne jetzt für die Leute, die schon so viele Jahre wie wir spielen, auch dann natürlich, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, die Privatserver-Jahre, die dann später kamen. Auch noch. Man kennt halt alles einfach, ne? Und das ist halt so ein Ding, das halt irgendwann mal geil wäre, wenn wirklich Classic Plus oder so kommen würde, dass man wirklich mal was komplett Neues mal machen könnte, ne? Ja, wäre schon geil, aber ja, da gibt's halt so viel Lager, ne? Ich hatte auch schon, vielleicht können wir nochmal, ich wollte eh nochmal dann irgendwann eine Classic Plus Edition machen sozusagen und ich kann mir das dann irgendwann, wenn es ein bisschen weiter vorangeschritten ist, nochmal drüber reden, weil wir hatten schon mal eine dazu gemacht in der Azeroth Wochenschau und ist aber schon wieder ein bisschen her, irgendwie auch, und da haben wir noch gelevelt, also war das noch ganz frisch. Ja. Und stimmt. Können wir nochmal später machen, wenn wir mehr wissen oder genau. So. Genau. Ja, also letztendlich ist halt so, dass einfach Timo und ich echt jahrelang WoW-Erfahrung haben, so halt Retail gespielt. Ich habe mit Kata gequittet. Du, glaube ich, auch. Ne? Ich auch, so. Ja. Du auch? Hast du noch, hast du noch auf 85 hochgelevelt eigentlich, oder? Was ist das denn Kata gewesen? War das 85 dann? Ja, ne? Das waren 5 Level, ne? Ich habe hochgelevelt und dann, aber dann war es das auch schon. Und dann habe ich wieder reingeguckt und dann gab es aber schon LFR. Da habe ich auch wieder aufgehört. Also ich habe hochgelevelt und dann hatten wir aber einfach andere Sachen. Das soll ja gar nicht schlecht gewesen sein am Anfang. Und dann habe ich auch später immer mal wieder reingeguckt. Und da war es dann aber schon mit LFR und so. Und das habe ich gar nicht mehr verstanden dann, weil das war für mich LFR. Überleg dir mal, wie dumm das allein ist. Und das kannte ich nicht. Und dann dachte ich, was ist jetzt mit dem Spiel los? Ja, das habe ich auch gar nicht mehr gerafft, stimmt. Rated Battlegrounds war dann schon drin, glaube ich, und das war geil. Aber LFR habe ich dann, also, das war gar nichts mehr. Dann, hat man richtig so gemerkt, da wurden die sozialen Komponenten eigentlich immer mehr aus dem Spiel weggenommen, ne? Und hat man dann immer weniger irgendwie auch gar keinen Bezug mehr zu dem Server auch gehabt und zu den Leuten irgendwie, ne? War ganz cool. Ja, war ja schon, ja, Instant Gratification, zweit halt. Da fing das an, dass halt alle alles schnell haben müssen, damit sie bei der Stange bleiben und so, was ja Trugschluss ist, aber das war halt so. Ja, nee, genau, und so, dann habe ich irgendwann ich in jedes Add-on reingeguckt, außer jetzt BFA, das habe ich mir dann nach 100 Add-ons habe ich dann auch gelernt, dass man sich verbessert wird, für mich persönlich. Ja, genau, und das war dann halt so, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, ich habe ungefähr, ich glaube, ein Jahr nach Cutter. Und ich meine, Cutter war. In welchem Jahr war Cataclysm Release? 2010 oder so? 2011 oder so, ne? Ja, irgendwie so, ne? Ich glaube, 10 sogar. Okay. Dann habe ich, glaube ich, 2011. Weiß ich nicht mehr. 2011 habe ich, glaube ich, das erste Mal auf Privatservern angefangen dann. Ein Jahr später ungefähr. Da schon? Ich glaube schon, ja. Ich glaube sogar vor dir sogar. Krass. Ja, glaube, kann sein. Ja, du hast auch mal auf irgendeinem PC-Server gezockt, glaube ich, ne? Ja, genau. Ich glaube, ich habe euch auch immer voll gelabert und so, aber ihr hattet da irgendwie, also da wart ihr noch auf der Schiene so von wegen so, nee, irgendwie keinen Bock mehr und verpiss dich mit WoW und nicht wieder. So, nicht wieder die alte Sucht entfachen. Ja. Es war am Anfang wirklich so. Und viele waren ja auch so mega lange resistent dagegen. Weißt du, so Privatserver war dann halt so ein dummen Client runterladen irgendwie. Ja, aber das war früher auch noch anders. Das war am Anfang sehr, sehr kompliziert, aber da muss man noch Realmless eingeben und dann noch auf irgendwelchen shady Webseiten da irgendwelche Accounts anlegen und so weiter. No. Haben ja bis heute eigentlich, bis kurz vor Classic eigentlich, die Leute echt
nicht drauf gespielt, ne? Weil sie auf sowas keinen Bock drauf hatten. Und also viele haben ja dann mit Classic erst wieder angefangen, ne? Aber auf jeden Fall. Wie gesagt, Nostarius hat es als erster Private Server dann so ein bisschen massentauglich. Genau, ich habe auch vor Nostarius habe ich auf einigen Privatservern schon gespielt. Wie gesagt, diese unbekannte Namen, Quality Gaming, alles andere als qualitativ hochwertig war. Looking for Group, Play TBC, das ist ja nie stattgefunden und noch einige andere. Corecraft kommt auch bald, ne? Ja, ja. 2020 haben sie, das war doch noch ein... Stimmt, lol. Corecraft 2020 dann irgendwann, geht's ne? Geht's ja bald los, ne? Ja, geht bald los, fresh, we need fresh. Ja, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, auf welchem Server wir das erste Mal zusammen dann auf Privatservern gespielt haben. Weißt du es dann noch? Weißt du es noch, auf welchem das war? Und müsste Nost gewesen sein halt, ne? War Nost dann, ja, okay. Ja, auf jeden Fall haben wir da... Oder Rebirth oder so? Kennst du das noch? Ja, oder Rebirth, stimmt, da haben wir auch. Rebirth war eigentlich so, der war ziemlich geil, aber... Klein, ja, der war halt leider. Mega klein, aber dadurch wurde halt auch nicht dicht gemacht. Und, aber die hatten dann natürlich auch keine Admins und so. Die waren dann irgendwann im Urlaub und da ist irgendwas passiert und dann war ein Rollback. Und dann hatte ich gerade so anfangs BWL-Gear und dann war ein Rollback und dann stand ich mit Level 52 in den Hinterlanden wieder. Da hatte ich keinen Bock mehr. Naja, aber da konnte ich auch nichts für. Das war einfach nur, die hatten so ein mega kleines Team irgendwie. Und damals war ja auch immer noch die Problematik, dass Blizzard dann die Server dann, wie nannte man es, DMC8 hat oder so ein Quatsch, ne? So YMC8. Irgendwie sowas, ja. Die verklagt wurden, während sie quasi nicht damit aufgehört hätten. Also weil sie quasi dann irgendwie in Europa oder in Amerika ihre Server stehen hatten. Deswegen wurden ja dann viele nach Russland und so weiter ausgelagert, ne? Auf jeden, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir dann beide auf Privatservern angefangen, relativ auch intensiv gespielt, da auch viele Gilden gehabt, immer wieder Molten Core geradet, BWL geradet und da dann irgendwie auch zum zweiten Mal als dann mittlerweile Erwachsener, kann man eigentlich sagen, nochmal viel mehr so über das Spiel gelernt, ehrlich, ne? Ja, klar, weil man dann halt richtig Classic so gezockt hat auf NOS nochmal und da war man halt selber so im Studium unterwegs und ja, checkst halt 100-mal mehr, ne? Das ist halt. Ja. Ist halt wirklich so, also es ist schon krass, wenn man überlegt. Ja, gut, das Spiel war halt auch komplett neu, man war halt irgendwie 15, aber trotzdem, also. Aber ich habe das schon mal erzählt, was wir damals gemacht haben, im richtigen Vanilla. haben wir halt monatelang Sunrock geradet. Kleine Ortschaft im Steinkrallengebirge. Hatten halt Bock drauf, ne? Das war unser Auftrag, da anzugreifen. Monatelang nicht zu leveln. Ist irgendwas passiert, so, ne? Aber es ist halt nichts passiert, außer dass ohne Scheiß, da muss ich auch mal wieder hingehen, Alter. Da war ich noch nie. Da muss ich mal hingehen und die Leute umklatschen, Alter, ohne Kack. Kannst du machen. Und so dumm halt, ne? Und alle anderen haben halt gelevelt, dann waren die auf Max-Level und haben so sich eine Gilde gesucht und haben halt so Content gemacht. Und dann haben wir auch so Warzone gemacht. Wir haben keine Ahnung gehabt, wie Ehre ist und so. Nee. Das habe ich auch schon, genau, da habe ich schon oft drüber geredet. Das sind halt auch, das waren so mit die geilsten Sachen überhaupt. Man hat Sachen gemacht, weil man irgendwie halt dachte, es würde Sinn machen. Man hat die komplette Welt irgendwie viel mehr wahrgenommen, weil man dachte wirklich, ne, wir haben in Ashenwell einen dummen Turm gesehen und dachten, boah, geil, wir haben einen neuen Turm erkundet irgendwie, ne? Ja, das war wirklich so, bist du irgendwo langgerannt und dann so, Junge, hier ist so ein Turm, lass mal rein. Ja, ja. Das war das Mysterium so. Das ist ja geil. Das war aber so ein geiles Gefühl irgendwie. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber das kriegt man halt auch nicht mehr wieder, auch nicht durch Classic. Nee. Das ist aber auch logisch. Von dieser Warcraft 3 Welt kommt, wo man immer von oben halt nur die Map gesehen hat. Und auf einmal konnte man in die Welt eintauchen. Ey, das war einfach. Erste Mal in Goldshire, wo wir dann rübergegangen sind, irgendwie mit dem Boot diese Reise und so. Junge, auch so richtig dumm. Wir haben uns dann so. Weißt du, da sind wir irgendwo hingegangen, haben uns so Proviant gekauft bei so einem Händler. So Essen und Trinken und. Das weiß ich gar nicht. Mehr. So eine Reise machen. Alle meinen, das dauert urlange, dahin zu rennen von dem Nachtelfen-Startgebiet zum Menschen-Startgebiet. Halt dann nach Ironforge hochlaufen. Ja. Und dann halt noch nach. Dann runter und mit der Tiefenbahn und dann ist man da irgendwann da. Einmal so Proviant gekauft, als die Reise lange dauert zu Urtum. Ja, aber das waren eigentlich auch die Sachen, die Classic irgendwie auch ausgemacht haben, ne? Und das verstehen auch viele nicht, die dann das Spiel heutzutage betrachten, ne, von Retail kommen und sich dann wundern, dass sie halt nach ein paar Wochen oder Monaten in Anführungszeichen nichts mehr zu tun haben, ne?
Das Spiel bestand ja auch zu großen Teilen aus der Erkundung der Welt einfach, ne? Aus Exploring und so weiter. Also war auch nochmal dazu kommt aber noch, dass es eine andere Zeit war. Also da war auch für viele Leute einfach das erste MMO und das und sowas ist dann das. Ja. Ich glaube, das war diese ganze, wenn du die ganzen Sachen zusammenpackst, dann kommt halt dieses krasse Gefühl dabei raus. Auch noch das erste MMO und dann war es halt auch noch so ein großes irgendwie verglichen. Ja. Oder halt so, ja, war halt einfach so ein Zeitpunkt, wo alles gepasst hat, ne? Genau, und deswegen, wenn du jetzt nochmal ein großes MMO spielst, dann kennst du halt so die groben Grundsachen schon. Und deswegen müsst ihr euch auch vorstellen, sind viele Debatten irgendwie in den Foren momentan oder so auch vollkommen. Also da wird über Dinge diskutiert, weswegen Classic nicht so geil wäre oder wie auch immer. Aber ja, die können dieses ganze Bild gar nicht begreifen eigentlich, ne? Wenn man es mal so sagt, zum Teil, ne? Und viele wohl nicht, ja. Deswegen lasst euch da nicht irgendwie volllabern. Also Classic. Ja, es ist halt ein Stück weit entschleunigt noch das Spiel, weil es halt aus einer anderen Zeit kommt, wo es halt noch so war. Und du hast hier halt jetzt, du musst halt auch so sehen, viele Leute, wie gesagt, wir sind jetzt halt auch schon, wir sind jetzt ja nicht die Alten, ne? Das ist halt, wir sind im blöden Alter jetzt gerade, weil alle, die älter sind als wir, sagen, naja gut, ihr wisst ja noch gar nichts. Und wenn wir jetzt sagen, also es gibt halt auch viele, die erst angefangen haben, da waren wir schon so und so alt halt. Die haben halt viel später angefangen, mit ganz anderer Gaming-Szene auch. So mit, da gab es einfach Sachen wie ein Meta und so. Und das war halt früher, gab es sowas zwar auch, aber das war halt so eher unter den Top-Gilden. Ja. So sowas wie ein Meta oder sowas, dass man jetzt irgendwie guckt, was ist das Hitcap? Das ist ganz normal. Genau. Und das ist halt ein bisschen ein entschleunigtes Spiel und klar, das was ich einfach nur sagen will, das allgemeine alte Classic-Feeling, das kriegst du natürlich nicht so zurück. Das liegt aber auch nicht daran, dass Classic so geil war, sondern einfach, weil die Zeit so war und das ein neues MMO war. Das stimmt. Man kann einfach nur versuchen, aus dem heutigen Classic das für sich mitzunehmen, was man halt irgendwie machen möchte aus dem Spiel, ne? Und das gibt schon viele Sachen auch, die man machen kann, finde ich. Es bietet cool halt viele Möglichkeiten. Aber für manche ist das halt auch gar nichts, einfach alles so, ne? Also, die gucken jetzt halt in MC rein, sagen, das ist viel zu leicht und hören dann wieder auf. Die Sache ist halt, bei Classic ist das halt so, dass da wird halt der Content später schwieriger. Er wird halt nie Mythic Plus Niveau, dass es ein 2 Wochen langes World First Race gibt, das ist ganz klar. Aber er wird halt, also Akku 40 ist was anderes als MC, das weißt du ja auch. Manche Gilden kannst du halt in Akku 40 nicht mehr, wird nichts mehr, so. Ist einfach so. Und MC deswegen finde ich es eine unglaublich spannende Geschichte. Stell dich mal vor, wenn man das wirklich irgendwie hinbekommen würde, wenn man so dieses Classic-Prinzip irgendwie aufrechterhalten könnte, aber gleichzeitig auch so Dungeons quasi implementieren würde, wo man wieder neue Mechaniken auch einführen würde. Ne? Das wäre unglaublich spannend, wenn man das ohne kombinieren Scheiß würde. Ne? Das Nur wenn man gerade, die Sache, es wäre halt das eigentlich das Geilste und ich glaube, es wäre auch das Intelligenteste für Blizzard. Weil sie dann einfach dieses alte Spiel so weit am Leben halten können und das immer noch melken können. Aber wenn man sich halt mal die aktuelle Situation anguckt, sehe ich das nicht, weil es, wie gesagt, da haben wir auch schon so oft drüber geredet, aber das ist im Moment einfach das Hauptthema. Das fühlt sich echt an, als wäre da kein Dev-Team unterwegs. Also das ist schwierig, so gerade. Ich weiß nicht, ob sie da den Aufwand nehmen würden. Also mal gucken. Wie gesagt, ich glaube, die machen einfach momentan sehr viel Geld mit Classic. Und aber dann könnten sie ja mal jemanden ins Forum stellen, der wenigstens, es geht ja nicht darum, dass sie irgendwas so oder so ändern oder das oder dies machen, nur dass man halt mal dieses Gefühl hat, dass da irgendwer ist. Also, dass sie überhaupt mal sagen, das oder das machen wir und das machen wir nicht oder das wissen wir oder gerade keine Zeit, EFA-Patch, gut, könnte sein, kommen in 2 Wochen wieder. Ein bisschen mehr Kommunikation wäre an manchen Stellen. Da ist nichts da gerade. Auf jeden Fall nicht schlecht, stimmt schon. Wer weiß, vielleicht kommt da ja nach dem BWL-Update irgendwie nochmal eine neue Info. Hat sie doch auch mal so ein Video von Tips Out irgendwie angeguckt, ne, wo er das genau das sagt, irgendwie, dass also ich wünschen würde, dass sie die Community mal ein bisschen einbeziehen oder so. Mal verglichen mit der RuneScape-Community, glaube ich, ne? Ja, das meine ich halt. Wo die Entwickler da zum Teil live gehen, auf Twitch und so weiter mit den Leuten reden. Die Frage, ob man das in so einer. Und das von so einer riesigen Firma wie Blizzard. Ja, die haben das vielleicht gerade von denen eigentlich. Und ja, die haben das wahrscheinlich eventuell noch nicht so ganz auf dem Schirm. Ich erwarte ja nicht, dass die Devs streamen oder so, aber halt, dass sie so ein bisschen kommunizieren. Es ist gerade so, also ich meine, wir sind Allies, ne?
Stell dir vor, du spielst Horde. Ich meine, das ist aber auch wieder interessant. Dich wird es wahrscheinlich nicht so interessieren, weil du nicht rankst halt, ne? Und viele andere wahrscheinlich auch nicht. Weil wenn man, glaube ich, nicht rankt, weiß man nicht, was im AV abgeht. Da geht man halt rein und wundert sich, dass immer nur 10 Allies drin sind. Oder als Horde, dass die Queues so lang sind und dann eine Ally-Premade kommt. Und das sind halt also so Riesenprobleme, wo halt keiner klar, was sagt. Ja, klar, die Ranking-Problematik, die ist mir schon bekannt. Finde ich auch schade, dass man da nicht die Ehre einfach reduziert im Alterrang, ne? Ja, gibt verschiedene Ansätze, aber... Wo Warsong ranken könnte. Aber wir driften etwas ab vom okay, Thema, ja. Timo. Ja, na, hau rein. Genau, wir wollten nämlich eigentlich heute vor allem mal so ein bisschen über unsere WoW-Vergangenheit sprechen. Und genau, also wir haben quasi... dann auf vielen Privatservern zusammen geradet, sehr viel erlebt, auch geradet natürlich bis AQ 40 clear eigentlich. Du hast an den Nax auch noch ein paar Bosse gelegt, ne? Aber ich glaube auch nicht geklärt. Mhm. Nee, noch nicht geklärt. Das ist auch, finde ich, ganz geil. Ich habe noch so ein bisschen was vor mir, wo ich mich auch echt drauf freue. Ja, ohne Scheiß auf Nax freue ich mich auch mega. Ich habe da, glaube ich, nur mal so 2-3 Tries mitgemacht am Anfang, aber auch nicht wirklich geradet. Ja. Und genau, was ich nochmal kurz ansprechen wollte, also weil jetzt einfach auch viele, die hier das schauen, kennen jetzt meine Streams, die kennen mich ein bisschen, kennen Timo ein bisschen und sind einfach Real-Life-Kollegen, wir kennen uns schon sehr lange und wir hatten einfach am Anfang, so, also als wir angefangen haben, das war auch ganz interessant eigentlich, ich bin einfach auf Twitch live gegangen, weil ich irgendwie, ich hab halt geradet und hab mir irgendwie gedacht, ey, ich hab einfach Bock, nebenbei den Stream anzumachen, so. Und das hatte ich auch schon während unserer Privatserver-Zeiten, wo es auch immer noch problematisch war, weil man da zum Teil gebannt werden konnte auf Twitch. War mir aber Latte, weil ich das auch nicht gemacht hatte, um irgendwie eine Community aufzubauen, sondern einfach halt so for fun, keine Ahnung. Und dann war es halt irgendwie so, da hatte ich eigentlich mehr oder weniger wieder damit aufgehört und dann hat irgendwie Timo da auch irgendwie Gefallen dran gefunden, war ja dann auch oft Raid Leader, Main-Thing und so weiter, was ja auch sowieso immer relativ interessant ist eigentlich. Und hat dann eigentlich auch mit Twitch angefangen. So ein Zeitraum, wo ich wieder aufgehört hatte, glaube ich, irgendwie. Und dann habe ich wieder angefangen, es war irgendwie immer so hin und her. Und ihr müsst euch aber vorstellen, wir waren quasi beide, also ich war in Göttingen und er war in Hannover damals noch. Und wir haben beide so unser Ding gemacht, ne? Also jeder hat studiert und jeder halt nebenbei, also der WoW-Teil war noch so das, was uns verbunden hat eigentlich. Und dann war das so, sind wir quasi, dann war das so klar, dass Classic kommen wird. Und dann ging es mit den Privatservern langsam so zu Ende, weil einfach klar war, so man wird auf Classic anfangen. Und Timo hat einfach primär halt einfach, also wir haben immer mit EU-Leuten geradet, müsst ihr wissen, mit vielen englischsprachigen Leuten. Und für ihn war halt einfach klar, weil er auch sehr gut Englisch kann und auch in Amerika war und so weiter, dass er quasi auf einem EU-Server auch weitermachen möchte mit den Leuten. Ne? Und ich hätte da prinzipiell auch Bock drauf gehabt, so, aber ich habe einfach für mich damals so entschieden, ey, ich habe so jahrelang mit den ganzen internationalen Leuten immer geradet, ich will irgendwie auch mal wieder was auf Deutsch irgendwie machen. Und ich habe mir dann auch überlegt, wenn ich dann auch mit YouTube anfange und so weiter, will ich es irgendwie auch auf Deutsch machen, weil ich zumindest nicht in der Lage bin, mich so persönlich mit den Leuten zu unterhalten, wie halt auf Deutsch, wenn ich es auf Englisch machen würde. Ne? Und so hat das eigentlich dann dazu geführt, dass Timo auf Englisch angefangen hat, ich auf Deutsch. Und weil ich das auch neulich gelesen hatte, da meinte einer irgendwie von wegen so, dass wir uns das aufgeteilt hätten, Timo macht den englischen Bereich und ich den deutschen und jetzt gibt es Stress, weil er jetzt Deutsch macht. Also das ist völliger Schwachsinn. Wir machen immer beide das, worauf wir Bock haben und fertig. Das war dann einfach so, dass Timo gemerkt hat, ey, ich habe doch mehr Bock auf Deutsch. Kannst du gleich nochmal kurz vielleicht erläutern. Ja, auf jeden Fall ist einfach so das Ding, jeder hat so immer so sein Ding gemacht und jetzt sind wir quasi beide an dem Punkt angekommen, wo wir beide WoW Classic Content auf Deutsch machen irgendwie und einfach auch wieder gemerkt haben, ey, ist vielleicht doch ganz cool, wenn man doch auch mal wieder was zusammen macht, ne? Das einzige Problem, was ich einfach nur hatte, war einfach nur, dass man halt so privat vorher nicht mehr wirklich Kontakt hatte und ich dann einfach nicht nur so, nur weil wir jetzt zufällig beide WoW Classic Content machen, so aus Prinzip irgendwie, dass man dann deswegen was zusammen machen muss. Aber das war auch einfach von mir so ein bisschen so viel hineininterpretiert und ne, wir haben auch das jetzt alles geklärt irgendwie und nur nochmal, damit die Leute den Hintergrund verstehen, also wir sind beide einfach WoW Classic Suchtis irgendwie und machen halt Content auf YouTube und auf Twitch und ja, deswegen wird jetzt in Zukunft quasi auch öfter mal ein bisschen was kommen. Das ist nämlich ganz geil. Ja, ich hatte nur, bei mir war es einfach nur so, ich habe davor 11 Monate auf Englisch gestreamt, aber wie du schon meintest, das war dann eher so nebenbei. Und
ja, dann kam halt, wie gesagt, das Classic halt raus und ich spiele auch immer gerne international eigentlich, wenn es ums Spiel geht. Nur ich habe halt auch gemerkt, als es mit dem Stream ganz cool lief, das ist ja normal, man kommt halt in so ein Ding rein und dann streamt man halt und dann kriegt man ein paar Subs und das ist ganz cool und bla, man macht YouTube. Und dann fragt man sich halt, was wäre eigentlich, wenn ich auf Deutsch machen würde, weil manchmal war es halt schon, auch wenn man es wirklich fließend spricht, die Sprache, also Englisch jetzt, man ist immer noch ein bisschen anders, als wie man in der Muttersprache ist. Man kann einfach ganz viele Details dann nicht so in diesen Millisekunden so ausdrücken und ja, vielleicht auch nicht ganz so genau. Und für englischsprachige Zuschauer ist es dann halt auch immer noch mal so eine Sache, man hat immer einen Akzent, so auch wenn du richtig gut Englisch sprichst. Und man trifft ab und zu nicht so, selbst wenn du es schon so richtig gut machst, wenn du da nicht lebst wirklich, dann triffst du auch manchmal vielleicht hier oder da ein falsches Wort. Aber also jetzt nichts Schlimmes, sondern halt einfach nur so ein Wort, was fast stimmt oder so, was das auch beschreibt, aber nicht der exakte Begriff ist oder so. Egal, auf jeden Fall sich das anzuschauen und so, das ist ein bisschen schwierig. Von den Gefühlen lebt, so zu den Viewern, ne? Ja, genau. So, und das wäre auch kein Ding. Also es gibt auch Leute, die nicht aus England kommen und das funktioniert bei denen. Ja. Das kommt aber auf, das ist einfach so, Twitch ist so sehr persönlich und ich hatte dann nur mal mit ein paar Leuten gelabert, was meint ihr denn? Man überlegt ja dann so mal, wenn man nicht aus England kommt, hat man immer diesen Zwiespalt, ob man die eigene Sprache macht oder die englische. Weil, ne, weil man hat ja die Möglichkeit und man hat immer dieses Was-wäre-wenn-Ding. Ja. Das haben wir Engländer nicht und das ist eigentlich immer ganz geil. Nur die Sache ist halt, Native Speaker ist Native Speaker und das merkt man immer. Und dann habe ich mir so überlegt, was wäre denn auf Deutsch und so. Du hast ja gesagt, lass mal auf Deutsch machen. Da dachte ich, ja, nee. Aber es lag halt daran, dass ich schon so viel ins Englische auch investiert hatte und da schon gestreamt hatte und bla. So, dann ich kann es verstehen. War eine unglaublich schwierige Sache bei Timo. Es ist halt, man hat da so beides. Und dann habe ich nur gesagt, okay, probier das jetzt einfach mal eine Woche aus. Weil irgendwer meinte, probier das doch mal. Das ist jetzt gerade, du siehst ja, die Community ist da. Und damit hing aber auch noch zusammen, ob es deutsche oder englische Server gibt halt. Und als es dann klar war, okay, es gibt die regionale Server, dann ist natürlich auch gleich eine Community da für sowas. Ne? Das hängt halt auch ein bisschen damit zusammen. Und letztendlich stellt sich raus, dass es schon sehr viel Bedarf gibt für Content in der eigenen Sprache, weil große amerikanische Streamer gibt es immer in jedem Bereich irgendwie und ja, es ist halt so ein bisschen, so Deutsch ist jetzt auch so eine Sprache, da kann man viel mit machen. Und dann meinte irgendwer, probierst du einfach mal eine Woche aus und dann weißt du mehr und dann weißt du es für immer. Ja. Habe ich das gemacht und dann lief es halt viel besser. Also besser. War wirklich so, hast du dann direkt gemerkt, ja? Okay. Ja, ohne Scheiß. Und ja, es lief halt einfach, man hat das so gemerkt, dass die Leute halt so meinten, ja, geil. Weil es ist halt auch so eine Sache, viele verstehen wahrscheinlich auch Englisch. Bin ich zu weit weggerannt. Viele verstehen wahrscheinlich auch Englisch und so. Aber sich das dann die ganze Zeit reinzuziehen, ist halt nochmal eine andere Nummer. Mhm. Und so weiter und so fort. Wünscht ja, egal. Auch viel und dann, Entspannung so, ne? Dass man es nebenbei laufen lässt und einfach so sich entspannen kann. Ne? Und viele meinten auch, ja, wenn sie auf der Arbeit schon Englisch sprechen oder hier und da, dann. Und wie gesagt, ist der reine Fakt, dass es halt sowas auch nicht so oft gibt. Ja, ja, also deutschen Content für Classic. Und ja, dann lief es halt auch mega geil und Und es war ja auch so, da wahrscheinlich hast du mehr Bock drauf, das einfach, ne? Ja, weil es auch nochmal, auch für mich auch nochmal entspannter ist, wenn du in deiner eigenen Sprache was machst. Und wenn man halt dann viele Videos machen muss und viel streamen muss, weil man muss heutzutage einfach auch reinhauen und oft on sein und so, dann wird das halt nochmal ein bisschen entspannter, damit man dann nicht ausbrennt irgendwie. Und und das Letzte war dann, wie gesagt, so war es halt letztendlich so. Und dann lief das halt auch noch gut. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, dann mache ich das jetzt auf Deutsch. Und es macht auch Spaß. Also war eine gute Entscheidung. Ja, genau. Und auch interessant. Du bist trotzdem auf dem englischen Server quasi noch, ne? Ja, klar, weil die Gilde, mit der spiele ich schon seit 5 Jahren zusammen. Mit denen läuft es mega geil. Das finde ich aber auch ehrlich interessant. Da haben wir am Anfang, oder ich habe am Anfang natürlich auch dazu viel reininterpretiert. Das ist eigentlich vollkommen, vielleicht nicht vollkommen latt, aber eigentlich schon echt gar nicht so relevant, auf welchem Server man spielt, ne? Also er hat auch mit den Leuten, die einem zuschauen, gar nicht so viel zu tun eigentlich, ne? Nee, das ist eigentlich ganz okay. So. Sei denn man will. Aber wie gesagt, wir haben jetzt auch schon drüber nachgedacht, dass man vielleicht auch nochmal zusammen irgendwo hochlevelt auf einem deutschen Server für so Community-Events, wäre ja eigentlich auch eine coole Geschichte. Ja. Also Schnitzeljagd und solche Geschichten.
Wie, ja. Wie in der guten alten WoW-Nacht. Aber mal gucken. Ist halt, ja, wir haben beide auch viel zu tun. Und wenn man dann. Also, wie oft gehst du in der Woche live? Ja, fünfmal. Fünfmal, ne? Montag nicht, also heute, und samstags nicht. Ja, ja, schon. Und ja, das ist halt auch viel. Und heutzutage musst du das halt auch machen, und sonst bringt das halt nichts. Ne? Und also sagen wir mal so, es ist halt sonst noch schwieriger, und ja. YouTube will man auch noch machen und so weiter. Und ja, deswegen Deutsch. Aber das ist halt auch echt, das habe ich bei mir auch immer gemerkt. Das war ja auch also ein Teilgrund davon, warum mein Gildenprojekt auch ein bisschen gescheitert ist zum Teil, weil ich einfach auch gemerkt habe, hey Leute, wenn man dreimal die Woche live geht irgendwie, dann muss ich überlegen, wenn man live geht, dann muss man sich auch wirklich auf die Leute im Chat konzentrieren. Ne? Also dann kann man nicht noch mega viel. Also man kann manchmal schon ab und zu mal für die Leute reinholen, ja. Ne, und müssen mit denen schnacken, aber wenn du dir wirklich auf Twitch Leute aufbauen willst, die immer wieder kommen, dann musst du dich auch wirklich mit denen unterhalten, wenn man live ist. So, ne? Und na klar. Und dann will man noch YouTube-Videos machen, die müssen hochgeladen werden, die müssen gecuttet werden, auch noch ein Thumbnail irgendwie, die müssen beworben werden, Instagram, Twitter, überall, und also das ist echt fast schon gar nicht mehr möglich, privat WoW zu spielen eigentlich. Also man ist eigentlich entweder live oder man macht irgendwie Content. Es kommt jetzt echt selten vor, dass ich jetzt sage, so, ey, ich spiele WoW und spiele einfach nur, ne? Das ist auch ein bisschen. Ja. Der Preis, den man zahlt halt, ne, dafür. Naja, auf jeden Fall. Ist so. Was wollte ich noch sagen mit dem Dings, aber ist auch egal. Aber deswegen, Timo, deswegen würde ich das nämlich auch geil finden, wenn wir nämlich zusammen irgendwo leveln würden, weil dann könnte man nämlich mal wieder so ein privates Spielen mit Live-Sein verbinden. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, nur die Sache ist halt, wie gesagt, unsere Gilde ist halt schon so lang zusammen. Wie gesagt, ich bin ja auch da Gildenleader und eigentlich Raid Lead und Main Tank und so. Da muss ich mich auch noch drum kümmern. Und das geht jetzt aber halt gut, weil wir uns halt schon so lange kennen. Und dass halt die Sachen halt einfach, die Systeme halt funktionieren. Und weil wir halt auch viele Office haben, die das schon länger machen und so. Und dadurch geht das. Also wir hatten auch schon so ein kleines Projekt probiert auf Heartstriker, da Horde zu zocken und so. Das war auch geil, das hat Bock gemacht. Nur ich will unbedingt eigentlich nochmal Schamane zocken auch. Und Luma war ja auch mit dabei. Aber halt wann so, ne? Wann ist die Zeit? Ich meine, für später gerne, weil ich rank gerade auch noch auf 14. Ich weiß auch, jetzt langsam gerade ist irgendwie. Ja, das würde ich mir noch überlegen, Timo, mit dem 14, aber können wir gleich noch drüber sprechen. Aber was ich meinte, was man echt vielleicht so macht, einfach nur ein Level-Stream, so eine Art. Man wirklich sagt, weißt du, 3 Stunden, dass man den Char auch nur spielt, wenn wir beide live sind. Und sonst nie. Weil anders könnte ich mir das auch nicht vorstellen. Ich könnte mir das auch nicht vorstellen, dass ich jetzt privat irgendwo ein Char hochlevel. Das geht auch. Ja, wenn dann nur noch so. Ja, wenn dann nur noch so. Aber wenn dann, das wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit. Aber können wir ja nochmal gucken. Können wir nochmal schauen. Und wenn man dann noch irgendwie Community verbinden könnte, wäre auch nice. Aber das muss halt was sein, wo dann auch Leute was von haben. Weil ich habe keine Lust nochmal. Ich dachte, wir kriegen das hin zeitmäßig. Also es war ein bisschen naiv. Weil sobald du auf einem anderen Server bist, ist halt schwierig. So, weil wir halt auch so viel machen auf unserem. Und ich will halt nicht nochmal, dass Leute irgendwo anfangen und dann bricht das so ab oder so, weißt du? Also das müssen wir uns vorher dann richtig gut überlegen. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist nicht, ich will auch keinen da reinbaiten irgendwie nochmal, und es tut mir auch leid, aber... Nee, das muss dann auch klar sein, dass es einfach nur eine absolute sporadische Fun-Geschichte auch irgendwie ist. Das, genau. Ja, aber das ist halt auch nicht immer so klar für Leute manchmal. Deswegen, ja, das stimmt. Ja, nicht, dass dann die Leute da ihre 60er hochziehen und dann sind wir da nicht mehr aktiv und so. Dann, ja, können wir ja nochmal gucken. No. Dann würde ich sagen, bevor jetzt hier auch mein Rechner gleich abkackt. Ja, Timo, danke dir auf jeden Fall. War eine geile erste Folge seit langem, und gerne mehr. Und hast du noch was zu sagen zum Ende vielleicht? Nö, ich mache nur kurz Werbung, und hau raus. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dann komm mal rüber. Auch bei YouTube ist es Mosenlel und bei Twitch ist es twitch.tv/Mosenlel. Und dann, wie gesagt, 5 Tage die Woche bin ich da. PvE. Hardcore-Gilde und Ranken Tumor 14. So. Und mit Tankforce mache ich da auch ab und zu mal was. Und das können wir jetzt alles mal ein bisschen verbinden. Wir hatten ja schon gesagt, kommst dann vielleicht mal in die Azeroth-Wochenschau, und dann bam. Ja. Genau, aber Tumor ist ganz cool. Sehr viel Erfahrung, was Krieger, was Tanken angeht und so weiter. Wird gefickt, ey. Du willst ja, glaube ich, auch Boss-Guides machen im BWL dann, ne?
Ja, genau. MC-Guide habe ich halt noch gemacht, so ein TLDR-Guide, wo ein bisschen, also so aufs Allerwichtigste zusammengestaucht, ganz schnell. Und klar, ist halt MC, aber ich muss halt auch anfangen, ich will diese Vollständigkeit auch haben und das kommt dann für BWL auch raus. Und aber ich warte halt, ich nehme jetzt nicht meine Private-Server-Mechaniken, sondern ich warte, bis wir es einmal auch wirklich gemacht haben, damit ihr dann halt auch die das echte Ding habt. Okay, verstehe. Ja. Weil, okay. Könnt's ja schon machen, aber so, weißt du, wieder so Klicks ernten, aber das muss ja auch, das muss schon das... Alles für die Klicks, Leute. Ja. Alles klar. Ja. Cool. Geil. Gut, Leute, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Leute, die auf Spotify zugehört haben, auch danke an euch. Schaut gerne mal auf Twitch auch bei mir vorbei. Ich bin dreimal die Woche live, immer am Dienstag, Donnerstag und Sonntag ab 19 Uhr. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.